Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Crew. Ich hatte gerade so ein kleines Problemchen, da ich ja meinen PC neu aufgesetzt habe. Es sind mir ein bisschen die Steuerungen verloren gegangen. Beziehungsweise die Steuerung. Ich habe erst gedacht, ich kann jetzt nicht mehr fahren. Dabei war das alles auf den Pfeiltasten und nicht auf WASD. Zum anderen haben wir hier ein kleines Problem. Hier fährt die ganze Zeit irgendwie so eine Polizeistreife, Kontrolle. Ich glaube, die will uns irgendwie ans Leder. Was eventuell auch sein kann. Ich weiß gar nicht, ob Untertext an ist. Wir sollten vielleicht vorher noch das Auto schnappen, bevor wir jetzt hier hochdüsen. Wir haben ja in der letzten Runde ordentlich an Geschwindigkeit zugelegt und das wollen wir natürlich ausnutzen. So, wir gucken nochmal, wo uns das Autochen bzw. das Radar hinführt. Okay. Muss ja irgendwo hier links sein, oder? Es muss ja irgendwo hier ums Eck sein, das kann nicht sein. Oh. Wir stecken ernsthaft fest. Okay. Da ist er ja. Da steckten wir ernsthaft fest. Hey, ich glaube, ich spinne. So, okay, und dann gucken wir doch mal. Was haben wir hier? Das war der falsche. Okay, das ist Performer, das ist Rennen. So, Polizei ist uns wieder im Nacken. Hat aber keine Chance. Solange wir uns nicht erwischen lassen. Klingt logisch. Ist es auch. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ansatzweise gut hochkommen. Nee, die Kamera gefällt mir nicht. Die Kamera gefällt mir auch nicht. Oh, das ist natürlich hier. Das ist schon ordentlich auf Rennen getrimmt, hey. Ja, Beutetest können wir hier sowieso vergessen. Abseits des Weges brauchst du nicht viel mit dem Kahn fahren. Alles andere geht noch so einigermaßen, wenn du ein bisschen festen Boden unter den Füßen hast. Ansonsten, ne. Kannst du voll vergessen. So, und es ist mal wieder ziemlich warm. Ziemlich warm. Deswegen habe ich mich entschlossen, auch das Ganze hier erst am Abend aufzunehmen, wenn es wenigstens einigermaßen erträglich ist. Das Problem ist ja auch immer, wenn es dann nachts über auch überhaupt nicht mehr richtig abkühlt, ne? Ich meine, schön und gut am Tag, aber wenn es nachts wenigstens abkühlen würde, wäre das alles halb so schlimm, aber das tut es ja nicht. Beziehungsweise nicht wirklich. Ach du Scheiße. Läuft.
Aha. Kein Wechselgeld. Ein bisschen Achievements abgesahnt. Weil wir hier mit der Karre noch nicht so viel rumgefahren sind. Naja, ich fahre jetzt einfach mal querfeld ein. Das war die beste Idee meines Lebens. Das kannst du sowas von knicken, ey. Naja, aber wie gesagt. Solange die Strecke einigermaßen fest ist, ist das alles okay. Alles andere ist dann nicht mehr im Bereich des Möglichen. Ich habe eine Spur zu Coburn. Er hat einen Offroader eingestellt. Ich habe seine Position. Ich fahre hin und sehe es mir an. Wie soll ich denn da auf der Linie bleiben? Das ist ja mal interessant. Wie soll ich denn da auf der Linie bleiben, wenn da gleich mal ein Sprung kommt? Mal gucken, ob wir wenigstens noch Bronze absagen können. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, ich denke, das sollten wir hinkriegen. Das ist irgendwie ordentlich viel Zeit, ne? Das ist auch definitiv eine scheiß Strecke. Naja, leider nur Bronze. Ich denke mal, da wäre... Die Teilestufe ist zu niedrig für diese Ausstattung. Okay. Interessant. Da rennt er einfach weg. So, mal gucken. Mountain States. Und dann haben wir hier ein Einzelding. Wir müssen den Wagen wechseln. Und können ordentlich absahen. Nun, der scheint nicht begeistert, mich zu sehen. Ich mach noch einen Background-Check. Zum Teufel mit dem Detektiv-Scheiß. Ich werde ihn einfach fragen. Hast du einen Plan? Ich leg ihn lahm. Lass Zoe ihn einsammeln. Das ist dein Plan. Das ist wohl die beste Entscheidung, die man treffen kann. Einfach mal mit den Leuten reden, auch wenn es vielleicht nicht die feine englische Art ist, dass man ihn so einsammelt, wie wir jetzt vorhaben, ihn einzusammeln. Aber das müssen wir erstmal schaffen, ne? Der ist nämlich verdammt schnell. Wer immer da fährt, will garantiert nicht anhalten. Ich habe den Wagen überprüft. Die Polizei hat ihn bei der Jagd auf die Five Tens beschlagnahmt. Und wie ist der daran Kacke. Gekommen? Wie über Coburn. Bleib doch stehen. Mach weiter Druck. Hab ich vor. Schätzchen, hab ich vor. Das ist gut. Bleib dran. Das muss nicht tun. Ja, es hat nicht ganz geklappt. Komm. Ein bisschen schneller bloß. Schalt ihn aus. Wie, und das zählt nicht? Bleib dran. Nein. Oh. Okay, auf geht's. Das kann ich abgehen. Hund, da draußen, sei mal leise. So, okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Noch 2 Minuten. Wow. Ja, das muss wehtun. Es hat einen Schaden gemacht. Mehr hat es nicht gemacht. Mein Gott. Was ist denn das hier? So, wir müssen jetzt hier irgendwie... Scheiße, noch drüber.
hab's ja so drauf. Bleib dran, Alex. Ja, dazu sage ich jetzt mal nichts, ne? Ich glaube, das wird leider nichts mehr. Ah, come on. Nicht rutschen. Jetzt lass mich doch erstmal wieder rankommen hier. Wie soll ich den abdrängen, wenn der noch 30 Meter von mir entfernt ist? So, ich gebe mein Bestes, dass ich wenigstens am Schluss noch bekomme. Nein, das ist doch unfassbar. Wer hat sich diese Scheiße denn ausgedacht? Vorsicht, du verlierst ihn. Welcher Verrückte hat sich denn das bitte ausgedacht? Jo, ich würde sagen nochmal. Läuft ja gut. War ja ein erfolgreiches Praktikum für denjenigen, der diese Strecke hier ausgesucht hat. Ich mache noch einen Background-Check. Zum Teufel mit dem Detektiv-Scheiß. Ich werde ihn einfach. Ja, wir werden ihn einfach fragen. So, das haben wir schon gehört. Das heißt, wir stürzen uns jetzt einfach wieder rein ins Geschehen. Hoffentlich dieses Mal ein bisschen besser. Es lief zwischenzeitlich nicht schlecht, nachdem wir das erste Mal dann wirklich dran waren am Kollegen. Danach lief es aber dann deutlich schlechter. Bleib dran, Alex. Oh, das war wieder eng. Wer immer da fährt, will garantiert nicht anhalten. Ich habe den Wagen überprüft. Die Polizei hat ihn bei der Jagd auf die Five Tens beschlagnahmt. Und wie ist der daran gekommen? Irgendwie über Coburn. So, okay. Kollege Schnürschuh, gleich ist es soweit. So, ich gebe mein Bestes. Ihr glaubt es mir wahrscheinlich nicht, aber ist wirklich so. Okay, ich versuche hier wirklich jede Abkürzung mitzunehmen. Alter, was ist das? Der ist unkontrollierbar, wenn der springt wirklich und der aufkommt, unkontrollierbar. Ich weiß schon, warum der da vorne nicht springt, aber hier haben wir definitiv das letzte Mal schon ein paar Kratzer an seinem Wägelchen gehabt. Diesmal sind wir dazu noch nicht gekommen. Das wird sich jetzt hoffentlich gleich ändern. Ich versuche hier innen ein bisschen abzukürzen, aber es reicht nicht. Ich wollte von innen ihn in die Seite reinrammen, hat nicht gereicht. Ah, er fährt doch rechts lang. Ich wollte eigentlich rechts unten am Berg entlang fahren. Aber ich war mir jetzt unschlüssig, ob er links hoch fährt. Oder doch rechts rum. Schade, es wäre natürlich Mut gewesen. Das ganze Ding. 2 Minuten und noch kein Kratzer gemacht, ey. Das ist... Das kann doch nicht sein. Mann. Schalt ihn aus. Nein. Ja, leck mich doch am Arsch. Willst du mich verarschen? Kann doch nicht so schwer sein, oder? Eigentlich ja nicht. Jetzt komm, ich muss da irgendwie hinten rankommen an den Kollegen. Nein. Hahaha.
So, komme ich da noch irgendwie ran? Das muss wehtun. Und das reicht nicht. Natürlich reicht es nicht. Ja, kommst du jetzt mal bitte? Das bringt doch alles nichts. Das bringt alles nichts. Gott im Himmel. Das war vielleicht eine schwere Geburt, hey. Ich bin voll zufrieden mit Bronze. Scheiß die Wand an, hau das Ding rein, fertig ist. Nee, du. Lass den Typ von Zoe in Empfang nehmen. Mal sehen, was die aus ihm rausholt. Mach ich. Ja, mit dem ist wirklich nicht zu sprechen, oder? Ich weiß nicht, was du spielst, aber du bist am Arsch. Was? Jemand, auf den deine Beschreibung passt, hat einen meiner Partner hinter Gitter gebracht. Du bist offenbar nicht der, für den du dich ausgibst. Unser Deal ist tot. Du bist tot. Roxanne, legen Zahlen zu. Coburn ist hinter mir her. Die sind alle in Gefahr. Bin dabei. Ich koordiniere das mit Zoe. Ah, das klingt nicht so gut. Oh. Naja, wenigstens noch Bronze. Plus 10, jawohl. Das ist easy, alles easy. So, dann gucken wir doch mal, wo wir hin müssen. Und wo müssen wir hin? Hier oben müssen wir hin. Dann setzen wir doch da mal den Wegpunkt hin. Und ich würde sagen, wir düsen da auch noch hin. Alter, Navi, bist du bescheuert? Bist du noch ganz sauber? Falsche Richtung. Ich gebe dir gleich falsche Richtung. Wie soll ich denn da durchfahren? Sag mal, du Leis. Du weißt doch gar nicht, was ich für Erfahrungen habe. Immer dieses Navi mitten durch die Pampa mit der Karre, ey. Und dabei ist es ja so schwer zu steuern hier im Gelände. Mega krass. Vor allem, weil er immer so wegbounced, ne? Du fährst gegen den Stein und er bounced erstmal rum. Ist ja nicht zum Aushalten. So geht es wenigstens mal ein bisschen geradeaus. Und gleich wieder die nächste Felswand hoch. Jawohl. So, ich glaube, ich werde jetzt hier auf den hier umsteigen. Das sind genauso viele Kilometer. Es werden mir auch 13 Kilometer angezeigt, aber ich glaube, effektiv sind wir somit schneller unterwegs.
und vermutlich auch definitiv sicherer. Ich habe mir gerade nochmal überlegt, aber ich hänge das doch, also die Fahrt doch hinten dran, sonst fahren wir eigentlich immer nur von Mission zu Mission. Und das war's dann. Beziehungsweise brauchen gleich die nächste Folge, um erstmal zur Mission zu kommen. So können alle diejenigen, die keinen Bock haben, hier zuzugucken, wie ich zur Mission fahre. Und hier verpassen, wie ich die Goldmedaille hole. Das entweder überspringen oder einfach abschalten. Scheiße, ich glaube, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Oh, ich habe mich definitiv zu weit aus dem Fenster gelehnt. Oh, das ist das Telefon. Das heißt, diese Folge geht hier doch schon zu Ende. Ich bin schnell raus hier. Ciao.